Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Was war das denn? Zurück zu The Witcher 3 Blood and Wine. Wir haben in der letzten Folge hier an diesem kleinen Ufer keine Leiche gefunden, aber Rückstände einer Leiche, so ein Tuch, was weiß ich. Und wir sollen jetzt da hinten hingehen. Und das werden wir jetzt auch mal tun. Warum geht's die... Nein. Verdammt, was habe ich getan? Aus, pfui. Nein, nein. Braucht die Dinger nicht. Geralt läuft automatisch? What the fuck? Wie habe ich das gemacht? Stopp, Geralt. Halt, stopp. Geralt. Jetzt ist gut. Alter, Geralt läuft doch nicht automatisch. Warum läuft er denn automatisch? Was habe ich gedrückt? Ah, Geralt hat aufgehört zu laufen. Meine Fresse, ey. Wenn du die Leiche untersucht hast, musst du an Arietta Bericht erstatten. Wem? Naja, ich mach das schon. No panic, boy, no panic. Oh, der ist immer noch da hinten. Hi. Geh zum Kommandanten. Nee, der kommt zu mir. Naja, solange wir auf den warten, können wir mit ihm hier. Schnecken am Stein. Arietta? Der allergnädigsten Herzogin. Ich vergesse mich bisweilen. Ah. Wir nennen einander beim Vornamen, wenn wir unter uns sind. In Palmerins Anwesenheit jedoch nicht. Er nimmt Anstoß an solchen Vertraulichkeiten. Ein Treffort für Händler, Schmuggler und Seeleute. Und es gibt hier die beste Langustensuppe in ganz Tussan. Vorzüglich. Ich rede gleich mit dir. Oh, okay. Ich rede jetzt mit dir. Alles klar. Du bist der Boss. Meiner Treu, rieche ich das deftige Aroma von Pâté? Nichts anderes, Herr de Perrac-Perron. Die Zeit hat deine Sinne nicht getrübt, wie ich sehe. Setz dich doch. Es wäre uns eine Ehre. Und auch dein Begleiter. Doch weswegen liegt gar kein Duft nach Langustensuppe in der Luft? Es gibt heute leider keine Suppe, weil die Langusten aus sind. Du hast es vielleicht noch nicht gehört, aber ich habe nur eine Leiche gefangen. Im ersten Morgengrauen. Und der Himmel war blutrot. Genau wegen dieser Leiche sind wir hier. Der Mann, den du zu Tische batest, wurde von der allergnädigsten Herrin aus fernen Landen gerufen, auf dass sie das Biest finde und töte. Wir luden zwei Männer zu Tisch, und da Ritter de Perrac-Perron eher das Temperament eines Hasen als das eines Hundes hat, nehme ich an, dass der Jäger wohl der andere ist. Mit wem haben wir das Vergnügen? Ja, wir können uns selbst auch vorstellen. Ist ja kein Problem. Ich heiße Geralt. Wie bescheiden. Du kannst noch nicht lange mit Herrn de Perrac-Perron herumziehen. Spar dir die schnöden Affronts. Geralt ist ein Meister des Hexerhandwerks. Er hat Fragen zum letzten Opfer des Biests. Ich habe die Leiche gefunden. Die Sonne war gerade aufgegangen, als ich erwachte und mich im Bett aufsetzte. Ich sah aus dem Fenster und der Himmel war rot wie Blut. Bitte, Geralt, frag was, sonst sind wir im Winter noch hier. Ja, immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Muss früher Morgen gewesen sein. Du hast deine Netze überprüft und dann? Ich trat aus der Hütte und sah... Meiner Treu, komm zum Punkt, Mann! Du hast in deinen Netzen eine Leiche gefunden, das wissen wir schon. Was ist dann geschehen? War jemand in der Nähe? Hast du was Bemerkenswertes beobachtet? Irgendetwas? Es war keine Seele dort, nur ich. Was Bemerkenswertes. Tja. Was hast du gesehen? Komm mir nicht nochmal mit dem roten Himmel. Ich sah einen Kopf im Wasser treiben. Augen offen, die Zunge hing blau heraus. Daneben trieb eine Hand. Hast du die Leichenteile untersucht? Ich war so erschrocken, dass ich ins Dorf gerannt bin, so schnell ich konnte. Ich kam mit Wachen zurück, die mir befahlen, zurückzubleiben. Sie hatten es nicht leicht. Die Körperteile hatten sich so in meinen Netzen verheddert, dass sie die Netze zerschneiden mussten. Ich muss die Leiche sehen. Weißt du, wo man sie hingebracht hat? Sie haben sie über den Fluss gefahren, auf einen Karren geladen und den Corvo Bianco in den Keller gebracht. Damit sie kühl liegt, weißt du? Was? Aber Corvo Bianco ist das Anwesen von Baron Rossell.
Wenn der erfährt, dass sein Keller in eine Gruft verwandelt wurde, lässt er die Hunde von der Kette. Sein Weingut ist versteigert worden, während ihr im Norden waltet. Wer war das? Die Frau, die gerade gegangen ist. Die habe ich noch nie gesehen. Ich habe sie auch nicht reinkommen sehen. Das muss Linis gewesen sein, die Tochter des Wirts. Aber warte mal. Geralt, das ist ja ein Skandal. Rossells Weingut wurde versteigert? Unerhört. Es ist kein Geheimnis, dass der Baron Spielschulden bis über beide Ohren hatte. Nun war endlich Zahltag und seine Gläubiger haben sein Anwesen versteigert. Die herzogliche Kanzlei hat sie übrigens gekauft. Rossell wohnt jetzt bei seinem Bruder in Vicovaro. Ich habe Rossell gesagt, dass er nochmal die Rechnung kriegen wird. Wie lange kann man sich auf vergangenen Heldentaten ausruhen? Seine Gläubiger sind wohl zu dem Schluss gekommen, dass seine Versprechen nichts wert sind. So sind die Zeiten. Die Ritter von heute sind nur blasse Schatten im Vergleich zu den Helden von einst. Es stimmt, was man sagt. Die Götter haben das Biest geschickt, um uns zu strafen, dass wir von den alten Pfaden abgewichen sind. Wahrscheinlich nicht. Die Leute denken, dass das Biest eine Strafe der Götter ist. Die Ritter achten die alten Bräuche nicht mehr. Sie waren mal die Verteidiger des Herzogtums. Heute verteidigen sie nur noch ihre eigenen Pfründe. Also das ist ja wohl. Lass ihn ausreden. Die Herzogin handelt mit Titeln und zeichnet Übeltäter aus. Wir sind vom tugendhaften Weg abgekommen und haben die Gunst der Götter verloren. Und so strafen sie uns nun. Gib nichts auf diesen Mumpitz, Geralt. Der Mann hat nur irgendwelche Straßenprediger falsch verstanden. Ja, diese Unruhestifter schießen in letzter Zeit wie Pilze aus dem Boden. Jeder schwätzt doch dasselbe. Sagen Sie sonst noch was über das Biest, abgesehen von der Strafe der Götter? Die Toussaintois sind keine Trottel. Es entgeht ihnen nicht, dass das Biest an den Tagen der Schutzheiligen gemordet hat. Wählerisches Monster. Danke für die Gastfreundschaft. Ich gehe jetzt den Leichnam untersuchen. Corvo Bianco ist nicht weit von hier, beim Turniergelände. Einfach der Straße nach, dann kommst du hin. Kommst du nicht mit? Ach so. Du hast noch irgendwelche Verpflichtungen. Irgendwelche Verpflichtungen? Ha! Noch vor unserem Aufbruch nach Velen hat die allergnädigste Herrin mir die große Ehre erwiesen, mich heuer in den Palastgärten den Hasen spielen zu lassen. Du wirst dich kaputt lachen, wenn du mich im Kostüm siehst. Das wirft natürlich Fragen auf, aber ich fürchte, die Antwort ist eine lange, verwickelte Geschichte voller weitschweifiger Ausführungen über Geschichte und Tradition. Daher bis später, Milton. Und viel Glück. Miton, so. Wir haben also einen Hinweis. Wir gehen hier mal eben raus. Das Biest von Toussaint. Wir gehen mal ganz kurz hier an dieses wunderschöne Anschlagtäfelchen. Mal gucken, was hier so steht. Jede Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Macht diesen Schritt in die Taverne zum Basilisk. Und hier haben wir ein paar neue Sachen. Gesucht, der weiße Wolf. Der Hexer Geralt von Riva, auch als Weißer Wolf bekannt, wird als Führer gesucht. Führer? Sein potenzieller Auftraggeber garantiert einen ansehnlichen Lohn für diesen ungewöhnlichen Auftrag. Weitere Informationen erhält er im provisorischen Basislager von Graf Belidal in Toussaint. Hinweis: Wir ersuchen alle anderen Personen höflich, aber bestimmt, sich nicht im Basislager als Geralt von Riva zu präsentieren. Graf Beledan ist nicht von gestern und kann rasch beurteilen, wer ein Hexer ist und wer nur so tut. Die lustigen Zeitgenossen, die ins Lager reisen, um abgerissene Kleidung und Holzschwerter vorzuzeigen, sparen sich besser den Weg. Notiz des herzoglichen Kämmerers. Aufruf an alle fahrenden Ritter und andere Kämpfer. Das Herzogtum braucht euch. Eure Hilfe ist gefordert. Es winkt eine großzügige Belohnung. Näheres erfahrt ihr beim herzoglichen Kämmerer am Ritterruhplatz. Ankündigung des Generalprokuratur des Herzogtums Toussaint. Hiermit kündigt die Generalprokuratur eine beschränkte Auktion hinsichtlich des Verkaufs einer bebauten Liegenschaft mit zugehörigen landwirtschaftlichen Flächen in der Region des Karoberta-Waldes an, die nach dem Tod des Grafen Crespi in den Besitz der herzoglichen Schatzkammer übergegangen ist, da dieser keinerlei Erben hinterlassen hat.
Da das Anwesen Belgard etwas Besonderes ist und eine wichtige Rolle in der Weinherstellung spielt, die dem Herzogtum in aller Welt viel Ruhm einbringt, erhalten nur Bürger des Herzogtums Toussaint die Erlaubnis, an der Auktion teilzunehmen. An alle fahrenden Ritter und andere Gerüstete verbreitet die Kunde, dass die Dienste von freiwilligen Ordenshütern gesucht werden. Bei der Übertragung der oben genannten Liegenschaft wird mit kleineren Problemen gerechnet, die den Einsatz von direkter körperlicher Gewalt notwendig machen. Alle Freiwilligen werden gebeten, sich beim Büro des Prokurators von Toussaint in der Nähe der Plegmundbrücke zu melden, wo auch die Auktion stattfinden wird. Jawohl. Das große Gewinnturnier von Buclair. Graf Monnier freut sich sehr. Ach, guck mal, Graf Monnier freut sich sehr, ein von ihm organisiertes Gewinnturnier ankündigen zu dürfen. Wer an dem Turnier teilnehmen möchte, möge sich an der Fasanerie anmelden. Bitte beachtet, dass an diesem Turnier eine neue Fraktion teilnimmt, die von Graf Monnier selbst entwickelt wurde. Mögen die Spiele beginnen. Es gibt auch ein neues Gewinndeck, das Skellige Deck. Ja. Mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Ist neu. Auftrag für Hexer-Karawanen-Eskorte. Die Böttcherzunft von Buclair sucht eine oder mehrere Personen, die willens sind, eine Händlerkarawane durch ein Gebiet zu geleiten, das vom großen weißen Schrecken bedroht wird. Weitere Informationen bei Gaston Legaff im Händlerlager im Wald nördlich des Coronata-Weinguts. Maugrim Poulin, Untersekretär für Bedrohungs- und Risikohandhabung, Böttcherzunft von Buclair. Der herzogliche Beamte sucht Hilfe. Da könnte es was zu verdienen geben. Bei der einen Dame, die hier gerade aus dem Ding hier rausgegangen ist, dachte ich erst, das wäre Jennifer. Aber das war sie leider nicht. Schade. So, ich bin jetzt da hart am Überlegen, wo gehen wir als nächstes hin? Wir haben auf jeden Fall noch einiges hier. Also, warte mal, wie viel haben wir insgesamt? 6 Stück gerade. Man kann jetzt auch mehrere Punkte setzen, was ich ziemlich cool finde. So. Also, wenn das interessante Sachen sind, finde ich gut. Ich weiß nicht, kann man eigentlich 4 setzen? Weil, ja, man kann sogar 4 setzen. Man kann ja das setzen, das und das. Sehr geil. Ich bin gerade am Überlegen. Nö, komm, wir gehen mal nach Corvo Bianco. Wir werden da mal... Ja, Plötze. Alles klar. Gut. Ich laufe erstmal über die Brücke, ruf Plötze dann. Wir gehen erstmal nach Corvo Bianco. Und werden da erstmal nachschauen. Sag mal, habe ich hier irgendwie Dingsbums-Unschärfe drin? Ja, kann sein, ist egal jetzt. Habe ich aber drinnen, glaube ich, Bewegungsunschärfe. Muss ich mal gucken, ob ich die dann rausmachen kann. Ja, wie gesagt, ich gehe jetzt erstmal dahin, wir gucken und dann werde ich mir, glaube ich, noch ein paar Nebenmissionchen holen. Kampf, ne? Ich muss mich beeilen. Oh, wir sollten uns beeilen. Jawohl, 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 jawohl. Los, Geralt. Schnell. Da läuft ein Pferd weg. Corvo Bianco Weingut. Das kann ich schon mal sagen, das ist das Weingut, was wir später haben werden. Der Mörder muss noch hier sein. Okay. Er wird unserem geschulten Auge natürlich nicht entgehen. Oder vielleicht doch. Gut, ich sammle erstmal das ein, alles klar. Die Kehle wurde aufgerissen von einem etwa menschengroßen Gebiss. Abgesehen von der Länge der Eckzähne. Es muss im Keller sein. Hier haben wir noch ein paar Spuren. Der Angreifer hat den Wagen mühelos umgeworfen. Sieht ziemlich zerfallen aus, aber also wie gesagt, das wird unser Weingut. Und hier können wir tatsächlich dann auch noch ein bisschen was verschönern. Klauenspuren. 5 einzelne Krallen. Die Größe entspricht der einer kleinen Menschenhand. Massakriert. Das war ein Vampir, aber keine Ekima. Und auch kein Flatterer. Es muss eine Bruxa gewesen sein. Eine Bruxa. Von kleinen bloßen Füßen. Sie führen tiefer in den Keller. Da habe ich auf jeden Fall gerade noch was gehört. Mit Gewalt gegen die Wand geschleudert. Na dann.
Machen wir mal eine geile Rolle. Man muss sehr stark sein, um sowas einzuschlagen. Damit wurde das Gitter eingeschlagen. Okay, weiter geht's. Das heißt, wir müssen jetzt gegen die Bruxa dann auch kämpfen, vermute ich mal. Kein Problem. Kriegen wir hin. Du, dich habe ich in der Taverne gesehen. Oh. Ich weiß, was du bist. Aber warum hast du die Leute umgebracht? Wegen ihres Blutes jedenfalls nicht. Wir müssen nicht kämpfen. Du irrst dich. Frage ist, womit? Ich kann dich nicht gehen lassen. Okay. Okay, man sieht sie sehr, sehr schlecht. Alter. Man sieht sie, aber wirklich schlecht. Kann sich unsichtbar machen, die blöde Kuh. Pass mal auf. Ja, ja, schrei du mal rum. Jetzt gehen wir doch mal Igni. So. Au. So. Na her, kleine Bruxa. Na komm. Schön dem Schrei ausweichen. Alter, man sieht die echt scheiße, ne? Muss man mal so sagen. Die kann gut ausweichen, aber das ist mir egal. Ja. So ein bisschen kann ich dich ja sehen, ne, Madame? Ein bisschen kann ich dich sehen. Aber halt auch nur ein bisschen. Ich weiß, dass du da vor mir stehst. Guck dir das mal an, ne? Es blöd, sich unsichtbar zu machen, wenn man brennt. So, ciao. Sie hat die Leute getötet, um zum Leichnam zu gelangen. Aber was hat sie am Tisch gemacht? Nehmen wir alles mit. Na, dann gucken wir doch mal nach, was am Tisch los ist. Jetzt, Geralt, mach. Das stinkt. Wasserleiche. Beide Hände amputiert. Körper gevierteilt, wie ich es mir dachte. Das ist wohl die Leiche. Die Leiche lag einige Zeit im Wasser. Der Kopf ist aufgedunsen und wurde angeknabbert. Er hat was im Hals. Eine Börse, voll mit Münzen. Mein Geld. Nilfgaardische Florin aus verschiedenen Provinzen. Wenn das der Mörder war, haben wir es mit einem vernunftbegabten Wesen zu tun. Okay, wir können aber noch mehr untersuchen, natürlich. Die Leiche ist nach dem Tod zerteilt worden. Die Hiebe wurden mit großer Kraft ausgeführt, aber die Knochen wurden zerschnitten, nicht zerschlagen. Die Kreatur, die ihn getötet hat, muss lange Klauen haben, scharf wie Hexerklingen. Zuerst hat sie dem Opfer ins Herz gestoßen. Das war keine Bruxa. Eine dritte Hand. Ersatzteil. Sie gehört eindeutig nicht zum Opfer. Die Wachen müssen sie mit eingesammelt haben. Noch warm. Wie kann das sein? Fließt das Blut noch?
Es gibt diverse Monsterspezies, die sich regenerieren können, aber von abgetrennten Gliedmaßen habe ich das noch nicht gehört. Nicht mal, dass sie nach so langer Zeit noch so lebendig sein können. Ich sollte das Gewebe später genauer untersuchen. Vielleicht verrät es mir was. Nehmen wir es mal mit, das Händchen, ne? Super. Also, der Mörder war ein Monster, aber keine Bruxa. Warum ist die Bruxa dann hergekommen und wollte die abgetrennte Hand holen? Wem gehört die Hand? Und warum zur Hölle ist sie noch warm? Was sollte die Börse im Hals des Opfers? Was bedeutet sie? Und warum wurde die Leiche zerteilt? Viele Fragen, bis jetzt keine Antworten. Ich muss mich über die anderen Opfer informieren. Palmerin soll mich zur Herzogin bringen. Fragen über Fragen, die wir in den nächsten Folgen wohl beantworten werden. Obwohl ich noch gar nicht genau weiß, mache ich jetzt die Hauptquest erstmal ein bisschen weiter oder nicht? Ich glaube eher nicht so. Ich glaube, ich mache ein paar Nebenmissionen. Erstmal zu den ganzen Anschlagtäfelchen fahren und gucken, was da abgeht. Ja, dann werde ich mir das einmal markieren. Das ist voll geil, dass ich mir jetzt mehrere Marker setzen kann. Zack. Muss mir halt nur merken, welche Marker, welche Dingsbums. Nee. Wir gehen erstmal hier hin. Da ist zwar auch ein Anschlagsbrett, aber da gehen wir zum Schluss hin. Weil dann machen wir hier einmal eine kleine Rundreise, entdecken bestimmt noch das ein oder andere. Wir haben ein paar Fragezeichen, die werde ich wahrscheinlich aber eher privat machen. Weil, naja, es dauert immer ein bisschen. Aber mal gucken. Vielleicht machen wir das auch so mal. So, alles markiert. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Und bis dahin, haut rein.